Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 368 und ja, stehen vor der ersten Mod. Hier sehen wir es mir schon. Die Übersetzung ist, glaube ich, Molkerei zur frechen Kuh. Naughty Cow's Diary. Ja, je nachdem, wie man, ne, das übersetzen möchte, sag ich mal so. Sieht sonst texturmäßig eher ein bisschen verwaschen aus, also was von weiter weg zu genießen ist, was die Texturen für den Bereich Stein angeht. Das andere sieht alles ganz okay aus. Da seht ihr mal was anderes an Mod, eher eine Besonderheit. Hier seht ihr dann die Ladevariante. Also es ist ein relativ großes Gebäude. Molkereien sind ja auch meistens nicht klein, wenn man ehrlich ist. Das hier könnte eher sowas wie ein Kühlhallenbereich sein. Und ihr seht selber, also es hat schon gut Platz eingenommen, ne? Also drumherum, so sieht das Ganze halt aus. Da vorne habt ihr gesehen, da konnte man dann die Sachen dann abgeben. Wir gucken einfach mal, und zwar, was macht das denn für Produktionsgeschichten? Und da sehen wir, hier geht's richtig los. Wir sind nämlich bei Butter, die wir dementsprechend machen können. Wir sind bei Käse, hört sich nicht sonderlich noch unüblich an, aber jetzt kommen eher die interessanteren Sachen. Wir haben einmal nämlich die Sojamilch. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland Sojadrink heißen muss oder ob es auch Milch heißen darf. Keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal Milch, weil es hier so steht. Das machen wir aus Wasser und wer hätte es gedacht, Soja. Ne? Das Ganze geht auch mit der Hafergeschichte hier. Dann haben wir hier Schokolade zum Produzieren. Wir können Eis produzieren. In dem Fall ist es dann Erdbeereis, so wie es aussieht, obwohl hier nicht eins davon erdbeerfarben ist. Aber macht nichts. Wir können hier Joghurt produzieren. Auch ein Erdbeerjoghurt dann in dem Fall. Wir können hier Tofu produzieren. Das wird dann mit Sonnenblumenöl, Wasser und Tofu, sorry, und Soja gemacht. Ne, wir haben Tofu Rosso, das ist dann halt der Part, wo schon ein bisschen Tomate und Olive und sowas mit drin ist. Und Smoked Tofu, da müssen wir Hackschnitzel für anliefern. Das ist dann die Räucherversion davon. Also wir haben hier sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne Produkte. Ne? Dafür aber eine sehr, sehr große Produktion. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Aber wer möchte, ne, warum nicht? Schöne Geschichte dabei. Von den Produktionszyklen, es sind nicht ohne Ende. Also man muss das gute Stück schon ans Laufen halten mit vielen dabei. Ne? 48 hört sich nicht viel an. Klar, es sind 50 Einheiten jeweils. Ne? Aber das sind trotzdem halt dann nur 2.500. Ne? Also hier sind es ein bisschen mehr, 7.200 Liter. Ne? Da ist es wieder eine ganze Ecke weniger. Schokolade ist relativ viel. Ne? Also wie gesagt, da müsst ihr halt gucken, wie ihr das hinkommt und wie sich das Ganze für euch dann refinanziert. Ne? Wollen wir uns die Produktion mal angucken? Ich habe gar nicht geguckt, ob da eine Verkaufsstation bei ist. Nein, Verkaufsstation ist nicht dabei. Die Fabrik an sich hier liegt bei 250.000. Das ist schon ziemlich ordentlich. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt irgendwo eingetragen ist. Preislich habe ich gar nicht drauf geachtet gehabt. Aber hier unten seht ihr die Produkte. Und hier geht es immer zur Goldcrest Valley. Da kann man immer alles verkaufen. Das ist ja das mit dem Zug losfahren. Ne? Also müsst ihr gucken, ob von dem Modder im Modlink dann auch eine Verkaufsstation verlinkt ist oder halt über den Modder allgemein suchen, dass ihr da noch eine passende Verkaufsstation dementsprechend findet. Hier war sie jetzt leider nicht mit dabei. So, die zweite Mod, die wir haben, ist mal was anderes. Das hier ist nämlich eine Looping-Rampe. Das macht unheimlich viel Sinn. Nein, gar nicht. Macht auch unheimlich Sinn, mit dem Traktor aus der Entfernung darauf zu fahren. Deswegen habe ich hier hinten noch einen PKW hingestellt. Ich habe es mit dem PKW noch nicht probiert, mit dem Traktor ja. Ich wollte mir das Amüsement mal gönnen, sozusagen. Wir probieren es jetzt hier einfach mal mit aus. So, ich gehe mal ein bisschen zurück. Ich mache den Motor an. Wir starten einfach mal wild und legen einfach los. Ich glaube nicht, dass ich das lenkungstechnisch hinkriege, weil mit Tastatur natürlich ein bisschen schwierig. Und ich weiß nicht, ob unsere Geschwindigkeit reicht. Fast. Ich bin, glaube ich, eher schräg gefahren, als wenn die Geschwindigkeit zu niedrig gewesen wäre. Dem Wagen geht es nicht mehr ganz so gut, wenn es jetzt, ja, ne, wenn wir jetzt drauf schießen, sagen wir mal so. Ja, eine Rampe an sich witzig gemacht. Das Rauchhoppeln hier hat nicht gestört. Sieht aus wie eine Holzrampe, schöne Beleuchtung reingesetzt. Wer sich den Spaß mal gönnen will, ne? Ich wollte jetzt keine riesige Aktion draus machen. Aber finden wir, glaube ich, unter Dekoration, sonstiges, da. 5.000 kostet sie. Und wieder gönnt man sich den Spaß mal, oder man vergisst, dass man es gesehen hat. Ne? So, wir hüpfen und zwar hier auf dem Parkplatz. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon direkt was stehen habe. Ich meine schon. Ich weiß auch nicht direkt, womit wir anfangen. Ich glaube, wir fangen mal mit dem
Traktor hier an. Die haben nämlich einen Steyr stehen. Der lief unter 91,45. Da sind auch kleinere Varianten bei. Wir können das Ganze auch in Orange kriegen. Wir können das Ganze auch ohne den Forstaufbau kriegen. Wir können das Ganze auch ohne Ketten kriegen. Ganz wichtiger Punkt, weil ich habe hier jetzt extra mal die fiese Mischung genommen. Sagen wir es so, die Blink-Aktion da oben kommt nicht so gut rüber, wenn man den Forstaufsatz oben drauf hat. Deswegen muss man schon ein bisschen gucken, was man miteinander kombiniert. Ich fange jetzt einfach mal rückwärts an. Blinker funktionieren sonst einwandfrei. Und man hat hier zwar Licht, aber man sieht es nicht unbedingt so in den Scheinwerfern. Die Seitenscheinwerfer ja, die Hauptscheinwerfer vorne nicht. Hinten ist es auch alles vernünftig zu sehen. Und auch hinten sind es zwei Stufen, wie man sieht. Das ist schon mal ganz nett. Ne? Aber wie gesagt, nicht die schönste Version. So, wenn wir hier drin gucken, dann sehen wir hier auch die paar Möglichkeiten, nämlich dass nichts beleuchtet ist. Wenn wir jetzt hier Licht anmachen, dann sehen wir, dass da so ein ganz kleines bisschen die Kontrollleuchte leuchtet. Wenn ihr über den linken Block guckt, zwischen dem Lenkradspeichen, dann seht ihr, da ist ein ganz kleines bisschen Licht angegangen. Und hier drin passiert sonst so nichts. Licht wieder aus, Motor wieder aus. Wir gehen mal auf die Hilfe und sehen, dass wir eine IC-Steuerung haben. Wie weit die jetzt natürlich von unserem beeinträchtigt ist, kann ich sagen. Also die Tür geht schon mal hervorragend auf. Die Tür geht auch hervorragend auf. Das Seitenfenster hier funktioniert. Heckfenster funktioniert auch. Das Seitenfenster auch. Und das Fenster hier hakt ein bisschen, weil ich den Gitterkasten oben drauf habe. Aber so ist es halt. Man probiert es halt mit allem aus. So, wir gehen in den Außenbereich. Da sehen wir das gute Stück. Ich mache mal die Hilfe hier aus und dann würde ich sagen, fahren wir da einfach mal mit. So, Bremsleuchten gehen, Rückfahrleuchten haben wir so keine. Ich stelle das gute Stück mal ab und wir gucken mal kurz im Shop rein, weil das ist noch nicht die letzte Mod. Die letzte Mod steht auf dem Feld, ist aber gar kein Feldgerät. Komisch, ne? Mittelgroße Traktoren, da geht's hin und dann sehen wir hier, das ist der große, den gibt es hier in einer Chip-Tuning-Variante mit 185 PS halt dann noch. Und ihr seht die verschiedensten Varianten, die fangen halt an bei 107 PS und gehen dann nach oben. Und wir sind dann halt vom Preis her sehr, sehr günstig hier. Ist auch ein älteres Modell. Ne? Wir haben die verschiedenen Reifenversionen hier. Ne? Das kann man einmal so durchschalten. Wir können Motorsägen als Dekoration haben irgendwo. Keine Ahnung. Vielleicht irgendwo unten im Fußbereich, was ich jetzt nicht gesehen hatte. Dann der Design-Part ist halt diese Kettengeschichte. Die wirken natürlich bei Breitreifen jetzt nicht ganz so, muss man zugestehen. Wir haben hier die Farbkombinationssets hier, wie ihr seht, in den verschiedenen Rotvarianten und Orangevarianten, was man hier so kombinieren kann. Ne? Also hier, da passt sich die Auspuffanlage auch dementsprechend immer mit an, weil die wahrscheinlich unterschiedliche Auspuffanlagegeschichten hatten. Wir können an der Tür noch einen Aufkleber anbringen. Wir können die Rundumleuchten auch in eine Blitzleuchtengeschichte machen. Das wäre natürlich wahrscheinlich die bessere Variante gewesen für, wir können hier Hörner setzen und die Frostgeschichte. Ne, da macht das mehr Sinn, wenn die Rundumleuchten außen sind, wo sie dann auch ziemlich knapp dran setzen. Aber wie gesagt, dann kann hier so ein paar Sachen einstellen, da ist schon gut was möglich. Und das bleibt immer in die 60.000, also mal ein sehr, sehr günstiges Gerät. Ne. Hatten ein, zwei kleine Probleme hier vorne mit dem Licht, aber da lässt es ja noch darauf machen, dass man eine andere Version kriegt. Und das hier vorne, der Vorbau, sieht auch sehr so ein bisschen einfach konvertiert aus. Muss ich zugestehen. Der Rest wirkt sonst einigermaßen vernünftig. Ne? So, wir gehen auf den Platz hier und da haben wir nämlich die nächste Mod. Und ihr seht schon, das ist ganz was Kleines. Ich habe extra mal was zurückhaltend Kleines für den Schluss gewählt. Das Ding ist ja zum Glück nur so groß, dass ich da nicht mal bis zur Radnabe gucken kann. Ja, das hier ist mal eine kleinere Transportgeschichte. Eigentlich kennt man das mehr aus der Bergbaugeschichte. Wenn man das Ganze unten hat, dann kann man hier reinlaufen leider. Also das funktioniert so nicht, dass man da die Treppen hochgehen kann.
Aber wir können hier eine Runde an die Nähe gehen und einsteigen. Dann geht auch die Leiter schön hoch, weil, ne, er hat da oben noch einen kleinen Campingplatz hier oben noch. Nein, natürlich nicht. Ne, aber da kann man an die ganze Technik und sowas ran. Ne? Ja, einfachste Geschichte, Licht. Ne? Macht er in 1000 Stufen. Erschreckenderweise gehen nur die großen Scheinwerfer nicht an. Die Blinker, die blinken hier anscheinend durchgehend mit. Wenn ich dann Blinker anmache, gehen die leider nicht. Also, wie gesagt, da muss man vielleicht ein bisschen dran feilen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist halt leider so. Ne? Komatsu hatte ich nur noch nicht erwähnt. Wir haben hier eine Innenbeleuchtung, die wir anschmeißen können. Wir können das Ganze hier anschmeißen, dann haben wir aber auch hier drin nicht unbedingt die Reaktion, sagen wir es mal so. Also wie gesagt, es ist so, er sieht schon so echt gut aus, aber hat natürlich ein paar kleine Probleme noch dabei. Ne? Ich mache ihn jetzt nochmal an. Der Abkippmechanismus, der funktioniert. Das ist auch einer der Gründe, warum viele den vielleicht nehmen. Er sieht, dann kommt da richtig ins Arbeiten. Da sieht man Motor, alles arbeiten. Ne? Da hinten die Auspuffanlagen hier sind ne? Passend am Rumqualmen. Und hier wird richtig was abgeschüttet. Ne? Also die technischen Daten sind schon sehr beeindruckend. Ich mache ihn jetzt nochmal aus, dann gucken wir uns die technischen Daten mal an. Er steht auch unter Diverses, nicht unter LKW. 230.000 muss man bezahlen, 228.000 Liter. Also 228 Kubik geht rein, 64 km/h fährt das gute Stück. Er nimmt so ziemlich alles mit, was hier auf der Karte eingetragen ist, was in irgendeiner Form schüttbar ist. Und wir haben 3750 PS. Wenn wir drauf gehen, dann seht ihr, das ist so der lila Ton, der vorherrschte. Man kann natürlich das auch weiß machen, was dann überhaupt nicht passt, stelle ich gerade fest. Wir machen das mal grün und das mal so und das mal grau. Also wenn er Lust drauf hat, kann er bunte Tüte draus machen. Es lässt sich sonst nicht groß was machen an den Einstellungen. 230.000 hört sich viel an. Und vor allem der wichtigste Punkt an der Geschichte, den seht ihr jetzt gleich. Ich mache mir jetzt den Motor nochmal an und dann fahren wir jetzt nochmal ein Stück damit. So, Bremsleuchten funktionieren, Rückfahrleuchten, es fängt sogar ein Bild an zu blinken. Ne? Wenn ich jetzt ein Stück zurückgehe, dann seht ihr, wir brauchen definitiv immer mindestens zwei Fahrbahnen. Und mit den Lampen haben wir hier Glück. Ne? Also, da muss man echt schon gucken, was man dann draus macht, ne? Und was man überhaupt draus machen will. Rückwärts fahren ist ja jetzt nicht unbedingt so der Ultra Speedmaster, aber wie gesagt, dafür ist er auch nicht gedacht. Ne? Also, 64 ist schon vorwärts mal mehr als ordentlich. Ich finde es eine witzige Idee. Es gibt ja auch einige Mods, die, das heißt einige Mods, einige Maps auch, die sowas unterstützen, die auch so Bergbaugeschichten und sowas damit drauf haben. Ne? Also gar nicht mal so uninteressant. Und ja, ne? Ich sage einfach mal, warum nicht? Ne? So simpel ist es halt. Wenn man sich so anguckt, der ist schon, sieht schon beeindruckend aus. Ne? Also so sieht es halt aus. So, ich lasse den jetzt einfach hier so mittig stehen und ja, das war's für heute. Am Schluss mal was Besonderes, zwischendurch mal ein bisschen was Verrücktes. Muss auch mal sein, ne? Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung und bis morgen.